Hallo und herzlich willkommen hier zu einem brandneuen Let's Test. Wir spielen heute Abzüge. Es ist am 2. August 2016 erschienen und fällt eher so in die Kategorie Abenteuer und Atmosphäre. Wir starten mal ein neues Spiel und schauen uns das mal an. Ja. Zum Tauchen drücken. Dann würde ich sagen, tauchen wir mal. Cool. Ja, drücke A, um Schub zu geben. Sehr schön gemacht, finde ich. Ist echt beeindruckend. Einfach vom Flair her, wie sich schon die Fische bewegen, finde ich das irgendwie gefällt mir. Zum Reiten gedrückt halten. Cool, können wir reiten? Okay, das ist geil. Halt! Bleib da! Okay, es gibt hier anscheinend alle Arten von Fischen. Kann ich auch wieder auftauchen? Ja. Okay, gut. Wir können nicht an Land oder irgendwie auf Pflanzen klettern. Ich glaube, das war nicht mal Land. Komm, nimm mich mal mit. Der frisst, ist ja krass. Was ist das hier? Aha, okay. Keine Ahnung, was der von uns will. Ja.
Ist es ein Minion? Ich weiß es nicht. Okay, die helfen uns. Immerhin, es sind schon mal keine Gegner. Okay. Hier unten eine Muschel. Okay, die können wir anscheinend aufsammeln. Also wir können sie aufsammeln. Ich weiß bloß nicht zu was für einem Grund. Es ist auch cool, wie die uns so schön folgen. Aha, aber Pirouetten können sie nicht drehen. Oh, schaut mich an. Wie elegant. Wie ein sterbender Blutelf. Wunderschön. Na gut. Mal wieder hoch. Gut, hier oben kann man sowieso nichts tun. Dann schwimmen wir mal weiter. Erinnert mich an den Marianengraben. Natürlich persönlich, ich war da schon mal ganz unten im Marianengraben. Schauen wir uns das mal an, was ist denn hier los? Wow. Oh mein Gott. Es wird mysterious. Sind das hier Quallen? Ne, es sind einfach bloß... Das ist irgendein Meerestempel. Keine Ahnung. Was? Keine... Was ist los? Okay. Ich kann nur in die Luft. Aber, ich kann in der Luft schwimmen, aber nicht im Wasser. Bin ich jetzt mal gespannt. Schau bloß gerade. Geh mal davon aus, wir müssen hier hin. Thank you.
es gibt ein Spiel fürs Handy. Das erinnert mich gerade ein bisschen daran. Bloß, dass es da nicht unter Wasser ist. Monument Valley, genau. Wo du die Prinzessin bist und dir dann deinen Weg durch die Dreidimensionalität bahnst. Irgendwie fühle ich mich gerade ähnlich. So, was passiert denn hier? Das sind keine Ägypter, ausnahmsweise. Ich glaube, wir schauen ungefähr ähnlich aus. Wir schauen ähnlich aus. Wir haben dieselben verstörenden Augen. Kann ich hier irgendwie interagieren? Ach, ist ja lustig, wenn man einfach so rumagiert, dann antworten die. Ja, ist gut, sage ich auch immer. Was? Ja, voll cool. So, ist jetzt wieder gut. Was muss ich hier tun? Ich führe mal weiter. Ich dachte eigentlich am Anfang, das wäre einfach so ein Entdeckungsspiel, wo man durch den ganzen Ozean schwimmen kann und irgendwelche Geheimnisse entdecken kann. Scheinbar ist es das nicht. Nicht nur. Alter. Ich will hier nicht schwimmen. Na gut, Augen zu und durch. Und rein da. Alter, wie geil. Einfach wie geil. Hä? Ach, vielleicht muss ich ja in die roten Fische reinschwimmen. Das sind mir schon wieder zu viel S in dem Spiel. Alter, wie geil. Das ist einfach der Hammer.
es hat schon irgendwie was von Wasserballett. Alles ist so elegant und so glatt. Unser Minion ist irgendwie verschwunden. Fällt mir gerade auf. Wie geil, wir können hier meditieren. Alter, was ist denn das für ein Fisch? Wir können hier jeden einzelnen Fisch beobachten, wenn wir meditieren. Scheinbar. Ach, der Fisch. Ja, ja. Ich suche immer noch den fetten Grünen. Ich will den hier. Nein! Ja, den hier will ich haben. Napoleon Lipfisch. Na, irgendwie schaut auch etwas eingebildet aus. Ist aber zu groß für Napoleon. Schnack, schnack. Ja, ich glaube, in dem Spiel muss man sich einfach auch mal Zeit nehmen. Leopard, Forellenbarsch. Können uns ja mal ein paar Fische anschauen. Okay, hier mal wieder ein. Sag mal, schwimmen hier nur Forellenbarsche rum. Scheinbar. Imperator Kaiserfisch. Wimpelfisch. Diamant Picasso Drückerfisch. Das, irgendwie hört sich das an wie Lösungen von neuen Live-Wörter, die mit SCH enden. Na gut, ich hätte jetzt noch gern gesehen, wie so ein Delfin heißt, die da irgendwie rumschwimmen. Also wie die heißen oder bezeichnet werden, aber ist jetzt auch eigentlich egal. Hör mal auf zu meditieren und na, da ist ein Delfin. Was soll's? Ach nee, jetzt bin ich wieder. Entschuldigung. Bin ich wieder drauf gekommen. Wir schwimmen mal weg. Und schauen, ob es noch irgendwas gibt. Ich würde mich gerne an so einen Delfin festhalten. Oder auch mal an so einen Fisch.
Alter, schau doch mal hin. So Leute, da sind wir wieder. Ich weiß jetzt nicht, an was gelegen hat. Wir spielen einfach mal weiter. Ein Minion! Ja, ich wusste es. Und ich kann den übrigens auch steuern. Also ich kann den entweder so rennen lassen oder so schwimmen lassen, wie er will. Oder ich kann halt steuern. Das ist eigentlich ganz praktisch. Jetzt versuche ich es mal auf den hier. Ich will mal auf so einen fetten. Komm her. Nein! Nimmt immer die falschen. Jetzt geht doch mal weg, Delfine. Was für eingebildete Wesen. Ja! War das ein Move oder war das ein Move? Na gut, genug rumgetollt und geschwommen. Schau jetzt mal, ach so, nee, warte mal, wir waren ja schon in der Höhle. Jetzt schauen wir mal, ob uns der Minion davon helfen kann. Und er kann. Orcas. Kann ich mich da an einen dran ketten? Okay, kann ich gerade nicht. Na toll. Vom wunderschönen Ozean ins Güllefass. Warte, ich muss mal ganz kurz schauen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also ich bin mir eigentlich sicher, aber ich schaue trotzdem mal zur Sicherheit, ob OBS auch richtig aufnimmt.
mal ganz kurz hinschauen. Ja, nimmt auf. Gut, sorry für die Unterbrechung. Wartet mal ganz kurz. Moment. Nee, passt schon. Ich habe gerade gedacht, er würde hier irgendwie beim Bild was rausschneiden, hat aber auch nicht gestimmt. Das schaut doch wieder aus wie so ein Portal, das uns wieder zurück in den Meerestempel bringt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das Spiel hat genauso einen ähnlichen Sinn wie Monument Valley, weil die Prinzessin versucht, ihr altes Reich wieder herzustellen und wir versuchen, unseren alten Ozean wiederherzustellen. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Irgendwie kommt es mir auch so vor, als wenn du quasi dann wieder dahin gehst und die Blase berührst, als ob dann wieder eine neue Welt erschaffen wird. Und wer weiß, was aus der Hochkultur geworden ist, der wir auch einst wahrscheinlich angehörten. Und diese ganze Elektronik, diese ganzen Minions, die wir immer finden. Dahingehend, gehe mal davon aus, dass wir irgendwie untergegangen sind oder wir haben uns alle in Fische verwandelt. Was weiß ich. So. Bring mich mal da rein. Mal war da. Das war doch ein Baby-Orca neben uns, oder? Wahrhaftig. Ich habe auch schon mal schönere Vasen gesehen. Schaut hier schon wieder gefährlich aus. War ein Hai. Alter, wie geil einfach. Eine Moräne. Was ist es denn dann? Irgendwas anderes, irgendeine Flunderart.
Okay, irgendwas zeigt nach da. Haben wir was vergessen? Wenn ja, was? Alter, sind ja Wale. Da schwimmen wir mal zu einem hin. Oder ist gerade zufällig ein anderer Wal näher? Auch nicht. Na? Der ist so schnell. Ja, den kriege ich nicht. Alter, es ist ein Hammerhai. Nee, das ist ein Riffhai. Alter, übel. Alter, wie geil. So, das Duell der Giganten, meine Freunde. Hier bei Animal Planet. Na gut, wir meditieren mal und schauen uns mal an, was wir hier so finden. Ein grauer Riffhai. Lotsenfisch. Wieder. Da haben wir doch wieder einen grauen Riffhai. Ich weiß nicht, kann ich hier ein bisschen navigieren? Das wäre eigentlich cooler. Ja, na endlich. Buckelwal. Hochsee-Weißflossenhai. Und jetzt können wir auch mal schauen, was das da ist. Mahi, Mahi. Ja gut, woher soll ich das auch wissen? Ich weiß nicht mal, was ein Mahi-Mahi ist. Cool, ich glaube, dann hätten wir alle, bis auf den, halt, hier haben wir doch noch einen Schwertfisch. Gestreifter Marlin. Jetzt fehlt uns bloß noch der eine fette Hai von unten. Mit dem offenen Mund. Ich sehe ihn jetzt aber gerade nicht mehr. Aber den gibt es auch in unserer Welt, wie vieles andere hier. So, war das jetzt das, was wir vergessen haben, oder... oder nicht? Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier auch nicht hergekommen sind. Nee.
so, ich will hier raus. Sage ich auch immer. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Nee, oder? Ich glaube, es ist ein Rätsel. Oder so eine Art Rätsel. Oder wir sind hierher gekommen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier... Nee, wir sind hier nicht hergekommen. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn wir ganz runtertauchen. Vielleicht müssen wir auch da lang. Habt ihr schon mal daran gedacht? Habe ich gar nicht so überrissen, um ehrlich zu sein. Ja gut, dann schauen wir hier noch mal ein bisschen raus. So. Schaut aus wie in Firewatch. Alter, wie schwimmt denn der? Nee, wir zwei werden uns nicht einig. Schauen uns hier mal ein bisschen um noch. Ja, dafür brauchen wir einen Minion. Der doch schon wieder hier unten liegt. Ja, lauf. Denke ich mir doch, dass da was ist. Das leuchtet schon so. Toll, Fische. Der schwimmt auch nicht irgendwie korrekt. Er zieht so nach rechts. Na gut,
Dann denke ich, glaube ich, haben wir dieses Spiel lange genug angetestet und sehr ausführlich. Es ist so schön, ich will hier gar nicht mehr weg. Vielleicht mache ich mal irgendwann sogar ein Let's Play draus, dass wir mal das Geheimnis hier lüften, was es damit auf sich hat. Und wird mich ja dann auch mal interessieren, ob sich meine Vermutung bestätigt. Bis dahin. Vielleicht bis dahin wünsche ich euch ja ein gutes Leben, sage ich jetzt mal. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.